Hä? All I want for Christmas is you. Ew, er ist kalt. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration. Und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Mhm. Wir testen jetzt die Amazon Gadgets, unsere Weihnachtsgeschenkideen. Mhm. Super verrücktes Zeug. Richtig verrücktes Zeug. Wir freuen uns auch mega drauf. Und wenn ihr den Haul noch nicht gesehen habt, verlinken wir euch den natürlich. Ganz genau. Und hier, es ist ja schon Weihnachtszeit, ne? Ja, so schnell geht's. Ist schon die erste Adventswoche. Sie brennt. Ja. Oder nicht wirklich? Die LED ist an. Genau, also richtig cool. Jetzt kommen dieses Jahr noch richtig schöne, coole Weihnachtsvideos. Also unbedingt gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr natürlich kein weiteres Video verpasst. Genau. Und ich würde sagen, starten, oder? Mhm. Magst du? Ja, ich habe als erstes tatsächlich den Bildschirmvergrößerer getestet. Ich war so mega gespannt drauf. Ich hole ihn nochmal raus und zeige ihn euch schon mal. So sieht er aus. Und ob er tatsächlich funktioniert, seht ihr jetzt. So ihr Lieben, los geht's mit dem Handyvergrößerer. Also hier ist auf jeden Fall so eine Scheibe und das Handy wird hinten gegen diese Rolle gestellt. Dann wird das Ganze auf jeden Fall größer. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Also auf der Packung ist tatsächlich die Anleitung drauf. Das Ganze wird aufgerollt. So. Gerollt habe ich es schon mal. Dann kommt der Bildschirm nach oben, beziehungsweise die Vergrößerungsscheibe hier. Und da ist so ein kleines Holz-Dingi hinter. Mhm. Und hier ist so eine Kerbe. Ich denke mal, da rastet das ein. Doch, es geht ab. Ging aber sehr, sehr schwierig ab. Ah, okay. Das war wirklich nur so eine Schutzschicht, die sich wirklich schwierig entfernen lässt. Hier klebt das sehr, sehr stark dran. Nachher ist es wirklich auch so ein kleines Gummi, was hier einfach so als Stopper wirkt. Hm. Dieses lässt sich erstmal nicht abmachen. Ich versuche es mal so. Also hier ist die Scheibe, dann ist hier hinten die Rolle. Da kommt jetzt erstmal mein Handy hinter und mal gucken, ob es dann tatsächlich eine Vergrößerungswirkung hat und ob man damit gut gucken kann. Okay, Leute, ich habe es jetzt hinten drin stehen. Man sieht es jetzt, wenn ich es abfilme, tatsächlich nicht so gut. Aber, beziehungsweise sieht es einfach komplett anders aus tatsächlich in der Kamera, als das ich sehe. Hm. Es funktioniert wirklich gut mit dem Vergrößern. Ich sehe das Bild wirklich fast auf dem kompletten Schirm hier. Also wirklich sehr cool. Ich mache den Ton mal an, mal gucken, was dann passiert. Ton funktioniert auch gut. Es ist tatsächlich so, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es den Ton vielleicht so ein bisschen zurückhält. Aber der Ton kommt auch gut rüber. Also ich muss sagen, auf jeden Fall sehr cool. Es sieht jetzt für euch ein bisschen anders aus. Sieht jetzt für euch so aus, als ob ich hier den Schirm habe und dahinter das Handy. Es ist tatsächlich, wenn man es richtig benutzt und ohne Kamera dazwischen, funktioniert es wirklich. Dann habt ihr hier wirklich in dieser Größe das Handy vergrößert. Also wirklich coole Sache. Sieht ein bisschen komisch auf Kamera aus, aber funktioniert tatsächlich. Ja, also das ist natürlich cool, wenn es auch wirklich funktioniert. Ja. Manchmal fängt die Kamera leider Sachen nicht so ein. Ja. Da habe ich dann auch noch was, was leider in der Kamera nicht so rüberkam, aber egal. Zeigen wir euch natürlich, also dranbleiben. Ich habe dieses Wireless-Sport-Haarband getestet. Ich dachte erst, ich muss das laden, dann hat es vergessen, aber ich muss es tatsächlich nicht laden. Aber das ist cool. Das ist richtig cool, wenn die Sachen geladen kommen, das gefällt das mir. Es war wirklich sehr, geladen. Sehr gut. Ich kann schon mal vorab sagen, wow. Und ich habe es für euch getestet. So, wir beginnen mit unserem Test. Ich bin mega gespannt. Das erste, was ich testen werde, ist dieses Stirnband, was sozusagen Musik abspielen soll, was dafür geeignet ist zum Joggen und für Sport und keine Ahnung was. Hier kann man gut sehen, hat da so eine Lauttaste, eine Minustaste, eine Lauttaste und einfach nur einen Anknopf. Sind hier noch solche kleinen Dinger dabei? Ah, okay. Man muss sozusagen diese kleinen Sachen, die hier, also ich zeige euch das mal, was hier mit dabei ist. Und zwar ist das so ein kleiner Schlüssel, wo man sozusagen das jetzt hier... Oh, es kam schon ein Geräusch. Es ist auch geladen. Ich hole das jetzt mal hier raus. So sieht das aus. Es blinkt auch. Und dann soll man das... Hä? Also es leuchtet. Das heißt, es muss funktionieren und wir probieren das jetzt einfach mal. Ich gucke mal jetzt auf mein Handy, das Bluetooth findet. Dafür stecke ich das hier erstmal wieder rein. Also gefunden hat es mein Handy. Ich verbinde es jetzt. Es ist verbunden. Okay, setze ich das mal auf. Es passt so richtig, ne? So richtig winterlich. Die Dinger sind auch direkt hier über den Ohren. Und jetzt hören wir mal ein Lied. Ich mache mal hier direkt ein Weihnachtslied an. Oha, es funktioniert, Leute. Wie cool. One all for Christmas. This is one thing I need.
Und man hört seine eigene Stimme nicht und denkt, man kann singen. The Christmas Tree. Okay, ich habe gerade Mariah Carey gehört. All I want for Christmas is you. Also Leute, es funktioniert. Ich find's richtig cool. Es ist auch wirklich so, dass man gar kein Geräusch hört. Wie als hätte man AirPods drin oder richtige Kopfhörer. Ich find's richtig cool zum Joggen. Perfekt. Abends zum Schlafen, wenn man Meditation hört oder Entspannungsmusik. Es tut auch nicht weh, also man kann ganz entspannt hier drauf liegen. Ich mache nochmal den Live-Test und lege mich mal hier so auf die Seite. Ich nehme mal jetzt so ein Kissen und tue mal so, als würde ich mich... Ja, es tut nicht weh. Man spürt es überhaupt nicht. Also ich finde es mega cool. Also auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung und ein absolut cooles Weihnachtsgeschenk, wenn man sowas verschenkt. Sehr, sehr cool. Gibt es einen dicken Daumen nach oben. Bei mir geht's mit was zum Saubermachen weiter. Oha, da war ich so gespannt drauf. Der Slime. Bei dem Slime war noch ein bisschen was anderes dabei. Mhm. Und ob es tatsächlich funktioniert, das seht ihr jetzt. Mein nächster Test hier ist das Super Clean. Okay, das ist ein Reinigungsschleim grundsätzlich. Made in China. Hightech Cleaning. Und es kam nicht alleine. Da ist auch so ein kleines, ja, so ein Pusteding und so ein kleiner Pinsel drin. Also da kann man so Staub und Dreck auch noch ganz gut an die Seite schieben. Und es ist auch so ein kleines, wie so ein kleines Brillenputztuch dabei. Ich muss sagen, die Verpackung ist leider direkt auseinandergefallen. Also die natürlich nicht so toll, aber das ist ja nicht so das ganz große Problem. Ich gucke mir jetzt erstmal den Schleim hier an. Es ist ein bisschen problematisch aufzukriegen. Das ist so ein bisschen wie so ein Nutella-Glas. Hier haben wir ihn. Er ist kalt. Er ist kalt. Hauptsächlich ist er einfach erstmal kalt. Also, ihr seht hier erstmal drauf, was man alles reinigen kann. Man kann Handys damit reinigen, Tastaturen, Kopfhörer, diese Autogitter. Und hier unten sind natürlich noch ein paar andere Sachen so angezeichnet. Also nicht reiben, sondern nur drücken. Und mit den Händen benutzen. Okay, hier ist er. Mal schauen. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Hat das was gebracht? Da sind so kleine... Ja, also es nimmt auf jeden Fall so Krümelchen auf. Das ist jetzt ein Haar. Ich weiß nicht, ob das Haar vorher da war. Das Haar nimmt er zum Beispiel jetzt nicht. Ich gehe hier oben mal drüber. Also ich muss sagen, so wirklich, entweder drücke ich es nicht fest genug, aber so ganz überzeugt bin ich da jetzt nicht. Also viel passiert hier nicht. Vielleicht muss man den vorher ankneten oder so. Jetzt bleibt hier sogar noch ein bisschen was haften. Sollte ja eigentlich nicht passieren. Ich soll ihn ja auch nur drücken und nicht reiben. Also... Naja, ich muss sagen, so wirklich viel, so wirklich überzeugt bin ich da jetzt nicht. Also der nimmt jetzt hier relativ wenig auf. Ich glaube, mit diesem Bürstchen komme ich da deutlich weiter. Also ich muss sagen, das hier hat auf jeden Fall eine stärkere Wirkung im Moment. Ihr seht, wenn da so kleine weiße Krümel sind, die kann ich damit wegpusten. Aber mit dem Schleim... Der hatte jetzt nicht die ganz große Wirkung. Ich habe hier jetzt nochmal den Pinsel. Auch damit kann man natürlich so Krümel und so ganz gut wegwischen. Also tatsächlich, hier ist dieses kleine Härchen wieder. Also der Schleim hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich muss sagen, dieses Puste-Ding hier und der kleine Pinsel tatsächlich eher. So, okay, jetzt kommt dir diese coole Kugel hier, die eigentlich, glaube ich, durch TikTok bekannt geworden ist, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch. Ich habe die getestet und I love it. Leider, wie gesagt, ist es etwas hell gewesen. Die Kamera kann das nicht so einfangen. Mhm. Aber was ich dazu gesagt habe und wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, jetzt bin ich richtig gespannt. Und zwar auf diese Lichterkugel. Man sieht das ja ganz viel bei TikTok und so. Man kann damit natürlich eine richtig kuschelige Atmosphäre machen. Man kann eine Disco-Light-Atmosphäre machen. Man hat ja auch eine Anleitung dabei. Jetzt gucken wir mal, wie sich das so aufbauen lässt. Ich bin mega gespannt. So sieht's aus. Dann haben wir hier nochmal so ein USB-Kabel mit dabei. So mit den zwei Enden. Und was haben wir noch? Die Fernbedienung. Okay, dann würde ich sagen, stecke ich das mal hier an und dann mache ich das Licht aus und wir gucken mal, wie es funktioniert. Also, ich habe jetzt extra das Licht ausgemacht. Es ist nur noch das hier hinten an, damit wir das natürlich schön erkennen können. Wir haben jetzt hier ist wahrscheinlich der Lautsprecher. Hier sind so ein paar Knöpfe. Hier kann man die Helligkeit auch nochmal einschalten. Also wie hell und wie dunkel. Wahrscheinlich sollte ich das vielleicht mit der Fernbedienung machen. Die sieht so aus. Dann machen wir das mal an. Ich habe es übersehen. Also hier habt ihr an der Seite nochmal so einen An- und Aus-Knopf. Ah, schön. Bluetooth Mode. Drücke ich hier einfach mal random rum. Oha, schaut mal.
wie schön das aussieht. Ich habe hier übrigens immer noch von meinem Geburtstag die Dinger oben. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, unbedingt nochmal anschauen. Wie wunderschön das aussieht. Es ist noch relativ hell. Also ich drücke hier, aber es passiert gerade nichts. Warum passiert hier nichts? Hallo? Es passiert nichts. Ich guck nochmal. Boah, ich bin echt lost, ne? Wirklich. Manchmal denke ich mir, von welchem Stern bin ich entflohen? Man sollte auch Batterien reinmachen. Machen wir mal. Yeah, es hat funktioniert. Man kann es hier oben sehen. Wow, das ist grün, blau. Hier kann man die Farben ändern. Jetzt wird es rot. Man kann auch machen, dass es sich verändert, die Farben. Seht ihr das? Boah, wie schön sieht das bitte aus. Das ist so beruhigend. Man kann die Zeiten einstellen. Man kann ja auch Musik einstellen. Ich bin mega begeistert. Ich finde es so schön, vor allem wenn es im Dunkeln ist oder so. Also dafür, für das Ding hier, gibt es einen dicken Daumen nach oben. Ich finde es mega, mega entspannt. Richtig, richtig schön. Also es ist ein absoluter Sternhimmel da oben. Ich könnte da Stunden hingucken. Sehr, sehr nice. Ich habe das auch nochmal mit Musik getestet. Also das hat auch super funktioniert. Kann sich auch einen Timer einstellen, wenn man das einfach nur zum Einschlafen nehmen will. Dann geht das automatisch nach einer Stunde oder nach zwei Stunden aus. So, ich habe hier jetzt die Mütze tatsächlich. Ähnlich wie das Stirnband. Wie es funktioniert und ob die Musik gut rauskommt, zeige ich euch jetzt. Und hier habe ich jetzt noch ein Highlight und zwar die Musikmütze, Music Hat. Es gibt zwei Kopfhörer, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Kopfhörer sind. Die sind eben in die Mütze eingearbeitet, sind so kleine Quadrate hier an der Seite. Hier ist das erste, hier ist das zweite. Hier eben mit den Tasten Play, Stop und nach vorne und nach hinten. Vielleicht ist es auch laut und leiser. Werde ich gleich mal ausprobieren. Ich lade das gerade einmal über das Mini-USB-Kabel. Dann wird gleich mal getestet. Okay, die Mütze passt ganz gut. Die beiden Kästchen sind auch über meinen Ohren. Ich habe es jetzt tatsächlich verbunden mit meinem Handy. Hier war so eine kleine Anleitung dabei. Funktioniert aber eigentlich genau wie bei jedem anderen Bluetooth-Kopfhörer. Man macht es an, sucht halt bei dem Handy nach Bluetooth-Geräten und drückt auf Verbinden. Und schon hat sich das Ganze erledigt. Ich werde jetzt einfach mal testen, ob das Ganze auch gute Qualität hat. Mhm. Ja. Also es ist jetzt natürlich nicht brillant oder so, aber es funktioniert und es funktioniert auch wirklich nicht schlecht. Es ist wirklich gute Kopfhörerqualität. Man hat ja nicht das Gefühl, jetzt was im Ohr zu haben, das habe ich immer in ihr Kopfhörer, aber ja, doch. Also funktioniert auf jeden Fall. Hält den Kopf auch warm. Ich muss sagen, mir wird langsam ganz schön warm. Mhm. Aber einfach schnell zu verbinden, ließ sich gut laden. Also kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Musikqualität ist auch auf jeden Fall in Ordnung. Das nächste, was ich getestet habe, ist dieses LCD Writing Tablet, wo man sozusagen was draufschreiben kann und einfach drückt und es löscht automatisch. Wie das Ganze aussah, seht ihr jetzt. Jetzt testen wir, und darauf bin ich auch richtig gespannt, ist dieses LCD Writing Tablet, wo man was draufschreiben kann. Ich nehme das mal hier aus der Schutzfolie raus. Man sollte sich dann vielleicht eine kleine Hülle nehmen, aber ich glaube, da kann man auch eine Tablet-Hülle oder so nehmen, damit man das natürlich nicht kaputt macht. Also so sieht es aus. Es ist leider schon ganz schön zerkratzt, wie ihr sehen könnt. Hier ist auch keine Schutzfolie oder so extra drauf. Das finde ich jetzt nicht so cool. Hier hinten ist ein Anknopf. Den mache ich mal an. Hier hinten ist nirgendwo etwas, wo man die Batterien wechseln kann. Also wenn das jetzt ohne Batterien ist, dann wird das natürlich blöd, weil ich habe hier keine Batterien gerade. Den Stift kann man hier so rausnehmen. Okay, also könnt ihr das sehen, wenn ich jetzt hier drauf schreibe? Habt ihr das gesehen? Ich mache mal ganz kurz hier hinten das Licht aus, damit ihr das besser erkennen könnt. Also was ich auch gerade noch mal gesehen habe, es ist auch extra noch mal eine Batterie mit dabei. Das finde ich richtig cool. So sieht's aus. Und ich mache jetzt mal hier ein Herz drauf. So, und jetzt drücke ich hier drauf. Wie cool! So, das ist ja echt cool. Jetzt machen wir das mal mit dem Finger. Mal gucken, ob das funktioniert. Also nur mit dem Finger funktioniert es nicht. Es ist natürlich sehr dünn, der Stift. Könnt ihr das sehen? Und dann... Richtig cool. Ich finde das mega, wenn man sich ein paar Notizen machen will, Küche aufräumen oder sowas. Man kann es natürlich jetzt etwas schwer lesen, weil der Stift sehr, sehr dünn ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch nochmal mit was anderem probieren. Mhm. Mit der Rückseite, also man kann hier draufschreiben, mit was man will. Wenn man da was Dickeres nimmt, geht das auch. Also ich finde es
echt cool. Wir blenden euch auch mal alle Preise ein. Also ihr habt, wie gesagt, den Stift dabei, ihr habt eine Batterie. Das heißt, ihr könnt das hier oben auswechseln. Das ist, muss man einfach nur aufschrauben mit einer kleinen, mit einem kleinen Schraubenzieher. Ich finde es eine mega nice Geschenkidee. Auch für die Kiddies, wenn die sich was malen wollen, wenn die im Auto sitzen, gibt es einen fetten Daumen nach oben. Ich könnte mir vorstellen, das auch zu Weihnachten sowas zu verschenken. So. Und ich habe jetzt hier die magische Kugel. Sie dreht sich schon wieder. Ich finde die so cool. Ja, ich finde, die ist super dekorativ. Ja. Ich habe ihr ein paar Fragen gestellt und was sie dazu gesagt hat, seht ihr jetzt. Als nächstes habe ich hier jetzt die Entscheidungskugel und ich dachte, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen. Ihr seht, es gibt so ja, nein, go for it, sell, buy, ask mom, fire someone, maybe und yes. Ich werde erstmal fragen, ob wir weiße Weihnachten bekommen dieses Jahr. Seht, die Kugeln drehen sich. Es sagt ja. Wir bekommen tatsächlich weiße Weihnachten dieses Jahr. Was kann ich noch fragen? Soll ich mir noch einen Kaffee kochen? Okay, es dreht sich. Ich hoffe, es sagt go for it. Ich sehe die rote Kugel nicht. Sagt, ich soll meine Mutter fragen. Mhm. Okay, die sagt bestimmt ja, auf jeden Fall Kaffee trinken um diese Zeit. Muss ich gar nicht nachfragen. Okay, es gibt auf jeden Fall noch einen Kaffee für mich. Also ihr seht auf jeden Fall, man kann der Kugel viele verschiedene Fragen stellen. Entweder oder Fragen ist ein bisschen schwierig. Sie hat eher so ja, nein Antworten. Oder was natürlich auch funktioniert, ist es mit dem Kaufen oder Verkaufen. Das würde auch funktionieren. Was man auf jeden Fall sagen muss, sie hat ein richtig schönes Gewicht. Also man kann sie sehr gut so als Briefbeschwerer oder sowas benutzen. Ist auch ganz dekorativ. Und auf jeden Fall eine lustige Geschenkidee. Und dann habe ich hier diesen Zappelwürfel. Jetzt weiß ich wieder, wie er heißt. Zappelwürfel. Zappelwürfel. Nicht für Kleinkinder unter 3 Jahren geeignet. Steht hier nochmal drauf. Hm. Viel kann man da zwar nicht testen, aber was ich damit angestellt habe, seht ihr jetzt. So, jetzt zeige ich euch nochmal diesen Magic Ball. Finde ich auch richtig süß. Es ist mega cool, handlich zu betätigen. Hier hat man einfach so einen Knopf, wenn man jemanden die ganze Zeit wahnsinnig machen möchte. Dann hat man hier nochmal sowas, wenn man aufgeregt ist. Dann hat man hier nochmal so ein paar Räder, was auch nochmal beruhigend ist. Hier so ein Massageding. Hier, das finde ich richtig süß, hat man so ein Lachsmiley. Das sind auch nochmal solche, wo man einfach hier die ganze Zeit ja, irgendwas machen kann. Hier haben wir auch nochmal so verschiedene Knöpfe. Dann haben wir hier so ein Rad, was man die ganze Zeit drehen kann. Ein traurigen Smiley. Mhm. So sieht er aus. Und hier auch nochmal hoch, runter. Also ich finde es richtig cool, Leute. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn man in der Schule sitzt und eine Arbeit schreibt. Wenn man lernen muss, wenn man aufgeregt ist. Keine Ahnung, es wirkt sehr beruhigend. Es macht die ganze Zeit Geräusch. Und das könnte natürlich die Person neben einem ziemlich nerven in der Arbeit. Aber ich finde es wirklich praktisch, wenn man aufgeregt ist oder einfach so Stress abbauen will. Für jeden ist das eigentlich was. Man kann das auch ja, an den Schlüssel machen. Also auch da gibt es einen coolen Daumen nach oben. Das Einzige, was mich etwas stört daran, dass es halt die ganze Zeit Geräusche macht. Finde ich eine coole Idee. Und hier kommt jetzt noch die Ampel. Die Ampel, eine für den Schreibtisch. Die Stimmungsampel. Die Stimmungsampel für den Schreibtisch oder vielleicht auch für den Küchentisch oder so. Hm. Auf jeden Fall super dekorativ und wie sie funktioniert, seht ihr jetzt. So, hier haben wir jetzt die Verkehrsampel. Habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut. Finde ich sehr, sehr süß. Oben hat es halt diese 4 Seiten mit den 3 Lichtern jeweils. Hier unten ist der Druckknopf. Aber bevor es dann tatsächlich funktioniert, muss ich hier natürlich einmal das kleine Zettelchen rausziehen. Erledigt. Okay, jetzt blinkt es bei einmal drücken. Jetzt blinkt es hier. Jetzt ist es aus. Jetzt blinkt es rot. Okay. Ich muss sagen, ich würde es cooler finden, wenn es tatsächlich durchgehend leuchten würde. Das Blinken ist so, ganz ehrlich, leicht nervig. Rot, orange, grün, aus. Boah, ich hatte jetzt gehofft, wenn ich vielleicht hier mehrfach drücke, dass es vielleicht in andere Menüs rübergeht oder so. Aber es hat tatsächlich wohl nur diese eine Funktionsweise. Entweder aus oder je nachdem kann man halt eine von den Farben anwählen. Ich bin ganz ehrlich, ich fände es besser, wenn es durchgehend leuchten würde. Blinken ist nicht so meins, aber auf jeden Fall sehr niedlich, besonders so auf dem Schreibtisch oder so, wenn man nicht gestört werden möchte. Last but not least, wollte ich gerade sagen. Least? Nee, doch, egal. Last but not least. Ja. Henry! Oh. Hey! Henry! Staubsauger! Den habe ich getestet und auf dem habe ich mich wirklich gefreut. Und oh Leute, das sieht so süß aus. Der hat so niedliche Augen, ne? Ja, wie das Ganze funktioniert hat. Und ob Henry wirklich das tut, was er verspricht, das
Seht ihr jetzt. So, ihr Lieben, ich teste den Henry-Staubsauger. Ich bin echt gespannt. Was jetzt etwas knifflig war, man muss das hier aufschrauben, um die Batterien reinzutun. 3 Stück braucht es davon. Okay, es klingt schon mal nach Staubsauger. Dann haben wir hier, also wir haben hier einmal so wie wirklich bei einem ganz normalen Staubsauger. Dann kann man das hier auch verlängern. Und dann natürlich nochmal für die kleinen Ritzen. Dann steckt man das hier wahrscheinlich so ineinander. So. Warum geht das nicht drauf? Ich mach das mal jetzt hier rein. Ich tue das mal auf mein Henry. Und dann versuche ich das mal jetzt hier in die Nase zu stecken. Aber das geht ja nicht rein. Mhm. Das ist natürlich jetzt blöd. Also die Nase geht zwar hier drauf, aber das geht hier nicht drauf. So, also etwas Gewalt und es geht. Und ich habe jetzt Chips hier und werde die jetzt mal krümelig hier drauf machen und wir testen das mal. So, ich habe jetzt hier ein paar Krümel verteilt. Ich werde jetzt den Henry-Staubsauger hier nehmen und wir machen den mal an. Hier oben ist der Anknopf. So, ich mache mal das Ding jetzt hier ab, weil ich glaube, die Krümelchen sind etwas zu groß. Also, man muss wirklich kleine Dinger nehmen. Die Stückchen jetzt hier sind zu groß, die passen da nicht rein. Aber fürs Auto, für Hundehaare oder auch für den Staub ist es natürlich perfekt. Also wirklich. Er hat es tatsächlich aufgesaugt. Ich finde ihn mega witzig und süß. Richtig coole Geschenkidee, also kann man auf jeden Fall machen. Ein lustiger Test. Ja. Was war dein Highlight? Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich finde, dass das trotzdem richtig coole Geschenkideen sind. Und auch so just for fun. Also gerade wenn es, also auch deine Stimmungsampel zum Beispiel, auch wenn die etwas blinkt und nervig ist, finde ich das witzig, wenn man das zum Beispiel, ich könnte das jetzt meiner Mama schenken. Ja, und mit einer schönen Nachricht dabei, mit einer schönen Karte. Mama, wenn du schlechte Laune hast, bitte mach die an oder so. Ne? Sag mir Bescheid. Also ich finde es einfach so als Gag, finde ich die Geschenke mega cool. Mhm. Also mein Highlight ist tatsächlich die Kugel. Die finde ich sehr gut. Die ist natürlich nicht ganz so billig gewesen. Ich glaube, um die 30 Euro kamen die. Was ich richtig cool finde für die Sportler unter uns, ist auch das, weil ich finde, es hat einen mega guten Sound abgegeben. Also ich habe ringsherum wirklich nichts gehört. Das hat sich mega schnell verbunden. Es gab null Probleme. Ja, der Sound war wirklich richtig gut. Und natürlich mein Henry-Staubsauger, aber da war ich etwas enttäuscht, weil der wirklich nur Mini-Zeug aufsaugt. Der hat Saugkraftverlust. Hat die Power nicht halt. Würde man wahrscheinlich in der Werbung sagen. Eher so ein Joke. Aber das und die Kugel fand ich echt cool. Ja, ich muss sagen, auch überraschend gut wirklich. Auch hier ist ja noch Stoff drüber. Ja. Trotzdem wirklich guter Klang, gute Lautstärke. Ist nicht ganz so mein Style, gebe ich vielleicht weiter. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich die aufsetze. Aber ich muss sagen, dieses Vergrößerungsding hat mich echt überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Mit dem Klang des Handys überhaupt kein Problem. Ich dachte erst so, wenn da so eine Scheibe vor ist, hört man dann noch was. Aber hat gut funktioniert. Schön. Ja, Leute, das war's dann auch schon mit unseren Weihnachtsgeschenke-Inspo-Test-Sketches-Video. Amazon. Irgendwas? Hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und es werden auf jeden Fall diesen Monat halt noch ein paar coole Sachen kommen. Hacks in der Weihnachtszeit etc. Genau, super viele schöne Weihnachtsideen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen weiter dekoriert. Und natürlich auch nochmal als Information, am Sonntag kam unser erstes Nikolaus-DIY-Video online. Inklusive haben wir da auch angekündigt, dass es immer zum Advent eine Verlosung gibt. Immer am Sonntag. Genau, also da gerne auch nochmal einschalten. Da sagen wir euch auch nochmal, wie ihr mitmachen könnt und das Paket oder die Pakete gewinnen könnt. Ganz genau. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Schreibt das Nettes in die Kommentare, über welches Geschenk würdet ihr euch freuen, wenn ihr eins kriegt. Und gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.